Patient in mein Labor. Ja, super. Klar, Jäger. Clay meinte, die Operation war erfolgreich. Und ich habe ebenfalls gute Neuigkeiten. Ich weiß, wo das dritte Fragment ist. Direkt unter der Schnauze der Harpie. Wir können es uns schnappen und direkt die Kammer öffnen. Cool. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir haben nichts Neues freigeschaltet, soweit ich mich erinnern kann. Und ja. Hast du mich gesucht? Wieso sollte ich dich suchen? Ich muss ein paar lebende Hühner finden für, Sachen. Weißt du, woher ich welche bekomme? Entschuldigt mich. So, erstmal alles verkaufen, wie immer. Wenn du dir die Taschen füllst, werden sie aber nicht kugelsicher. Wieso kann ich die nicht sehen? Okay. Komisch. Wie viel haben wir denn? 100.000. Also kauf das endlich. Welchen Sinn hat das Leben schon? Ja, ich weiß. Ich weiß. SDU steht für super duper umwerfen. Du brauchst es einfach. Ja. So, dann erstmal das abgeben und hier sind ein paar Ausrufezeichen. Hey, Kammerjäger. Hallo. Hier da. Wie schön, dass so viele Badasses auf unserer Seite sind. Eine neue Schiffs-KI. Faszinierend. Und sie wirkt wirklich ziemlich intelligent. Maya hat mir 2 Wochen Stubenarrest gegeben, als ich das Glasauge eines Affen geklaut habe. Ich glaube, ich habe es noch irgendwo. Baylex ist ein interessanter Zeitgenosse, aber ich fürchte, wir werden ihn nicht los. Damit fehlt nur noch ein Fragment. Sobald du es hast, treffen wir uns bei der Kammer. Tennis, das gefällt mir nicht. Lilith, ich verstehe deine Bedenken, aber es ist, wie es ist. Die Kalypsos werden kommen, um vom Kammermonster zu zehren. Ich muss da sein, damit ihr Teller leer bleibt, wenn es soweit ist. Glaub mir, niemand anderes als ich kann das. Es ist ihre Entscheidung, runterzugehen, Lilith. Und wir müssen irgendwas tun, sonst kriegen die Kalypsos genau, was sie wollen. Das weiß ich. Tennis, ich vertraue dir. Du entscheidest. Danke, Lilith. Und Ava? Menschliche Emotionen sind nicht mein Spezialgebiet, aber ich muss das Offensichtliche aussprechen. Troy Kalypso hat Maya getötet, nicht Lilith. Da draußen wird noch genug gekämpft. Das ist vielleicht nicht die Familie, die du wolltest, aber es ist die, die du hast. Tennis, ich... Sie kommt schon dahinter. Nein. Wie lautet der Plan, Lilith? Wainwright. Er weiß, wo das letzte Schlüsselfragment ist. Auf zur Kammer. Wenn die Kalypsos diesmal kommen, werden wir bereit sein. Wainwright schien ziemlich aufgebracht. Ich kann es ihm nicht verübeln. Wer würde nicht die Chance ergreifen, zurückzuholen, was einem gestohlen wurde? Viel Glück, Kammerjäger. Keine Angst, ich passe auf das Schiff auf, Baby. Gut. Unter uns ist ein Ausrufezeichen und da vorne ist ein Special-Ausrufezeichen. Gut. Oh Mann, diese Ava. Naja, irgendwann kommt sie darauf, dass es eigentlich ihre Schuld ist. Ach so, das ist das DLC. Naja. Das werden wir auf jeden Fall auch irgendwann anschauen. Ein gebrochenes Herz, ein zitterndes Lächeln. Oh, ich werde den Kerl sowas von töten. Was? Zum Henker war das. Du? Na egal. Erstmal
Suchtpotenzial auskosten. So. Oh. Wow. Das ist ja fast gut. Immer noch unter uns. Wie kommen wir eine Station runter? Nee, no. Das ist falsch. No, no. Was ist das denn? 5 weitere Missionen und dein Vertrag ist erfüllt. Dann kannst du abzwitschern. Das hast du schon vor 5 Missionen gesagt. Ich sagte vor 3 Missionen noch 5 Missionen und vor 5 Missionen noch 3 Missionen. Krieg das auf die Reihe, Soldat! Zahlen zählen nicht, nur Kriege zählen. Willst du diesen Krieg gewinnen oder was? Na, Hauptsache es klingt gut. Ich gebe keine 2 Scheißhaufen in einem vakuvianischen Chicken-Sandwich darauf, was für dich gut klingt, Soldat. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Wenn du diese Iron-Bear-Einheit behalten willst, heißt das noch 5 weitere Missionen. Und ich brauch dich da draußen bei den Frischlingen. Wenn du hinschmeißt, sind sie tot. Na schön. Eine weitere Mission. Wo geht's hin? Zur Dazaran-Bucht. Scheiß verfickter Hurensohn, Arschloch-Sackgesicht-Wichser! Ja, das kannten wir schon. Naja, gut. Hallo. Komm her, gib mir 20 Prüfe Status der Heckverkleidung. Feststellung. Bewundernswert. Ich bin aber hallo! Was? Rekrut, hilf mir, meinen kleinen Freund zu finden! Ich hatte einen neuen besten Freund, er heißt Kevin! Jetzt muss ich mit keinem von euch Idioten mehr befreundet sein! Aber jetzt ist er verschwunden! Aber keine Sorge, er frisst nur noch ganz selten Gesichter! Okay. Ich bin gerade so überfordert. Warte mal. Erstmal muss ich das. Achso, habe ich schon. Irgendwie, oder? Ja. Dam, da, dam, da, dam, da, da vorne sind auch noch welche. Festgefroren, perfekt. Hol ihn dir. Fick dich! Es sind ja nicht mal deine Kevins, Claptrap. Es sind seine Nachkommen. Na und? Alle Kevins sind schlicht und perfekt. Ich werde sie alle retten. Dann werden wir sie auch entsorgen müssen.
Verdammt! Schon wieder zu spät! Wie geht's denn nochmal hoch da? Da vorne, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich dumme Idee hier. Ah, da geht's auch hoch. Da drüben ist einer. Ja, jetzt komm. Gute Arbeit, Kammerjäger. Meine Messungen zeigen, dass du alle Kevins an Bord gefangen hast. Um ihre Ausrottung zu sichern, musst du sie in das gnadenlose Vakuum des Alls werfen. Ja, mach ich. Gleich. Ein Kammerjäger. Erst das Geschäft, dann das Vergnügen. Aber das kommt immer. Immer fokussiert bleiben. Ja, gut. So, dann werden wir das Ganze mal entsorgen. Und dann geht's mit der ja, normalen Quest weiter. An Bord bringen willst, lass es einfach. Pass auf, dass du beim nächsten Mal nicht mit rausfliegst. Ja, Mab. Dank dir ist das Schiff wieder sicher und weniger ekelhaft, Kammerjäger. Gut gemacht. So wird's gemacht. Ja, kleine Viecher rausschmeißen, okay. Gut, nochmal hier. So, dann werden wir mal Grabeskälte. Gut. Grabeskälte klingt doch super. Da gibt es überall noch Special-Dinger. Ja, das machen wir mal wann anders. So, ich will jetzt eine Grabkammer. Endboss-Fight. Yay! Na dann. Kammerjäger, ich hab Feuer in der Brust und eine Waffe in der Hand. Holen wir das letzte Schlüsselfragment zurück. Ich weiß, wo es ist. Im Jacobs Pulverkeller. Was ist ein Pulverkeller? Das ist, wo wir das unverkennbare Schwarzpulver in Fässern reifen lassen. Mein Vater muss das Fragment in einem der großen Reserve-Schwarzpulverfässer versteckt haben, bevor die Kalypsos kamen. Clay kennt einen Geheimgang hinein. Geh zu ihm. Wir müssen sie in die Zange nehmen. Während du in den Keller eindringst, schleichen Alistair und ich an den Fanatikerwachen der Harpier vorbei. Heute Nacht holen wir uns Jacobs zurück. Hört, hört! Sobald du bereit bist, findest du mich am Wasserfall. Hört, hört! Meine Damen und Herren, wir hören, ne? Kammerjäger, ich habe keine Entschuldigung dafür, was Aurelia, Wainwright und den Bewohnern von Eden 6 angetan hat. Sie muss für ihre Verbrechen bezahlen, aber sie ist immer noch meine Schwester. Wenn ich sie persönlich sprechen würde, könnte ich sie vielleicht dazu bringen, aufzugeben. Es gab genug Blutvergießen. Und manchmal können Familienbande repariert werden. Gib mir diese Chance. Ich bitte dich als Bruder. Also ja, klar, geben wir es ihm, aber das wird nicht funktionieren. Zu 1 Million Prozent. Ne? Meine, die war ja immer schon so. Meine Güte. Da muss ich da... Darunter... Muss ich nicht. Ja, stimmt. Ich muss... ja, wobei ich kann da runter und dann da hoch. Wuhu! Aha. Da kann ich später mal drauf springen.
Mit einem Auto. Oh, hallo. Machen wir euch auf. Machen wir euch auf, okay. So. Ja, haften ist bei der nicht so gut. Bye-bye. Stimmt, ich hätte mich einfach hierher teleportieren können. Ach, ich bin doch ein Idiot. Naja, egal. Hi. Komm, mir nach. Montgomery Jacobs hat mir diesen Nebeneingang gezeigt, als ich noch Schmuggler war. Hä? Er war eine echte Persönlichkeit und ich verdanke es ihm, dass die Jacobs Corporation wieder in Jacobs Hände gelangt. Wainwright wird sicher ein fantastischer Konzernchef, falls wir das hier überleben. Dann mal los. Ich hab den... Folge Clay, aber der ist nicht da. Ich hab den gerade aus Versehen angeschossen. Und jetzt ist er nicht mehr da. Wahrscheinlich ist er beleidigt. Okay, nach links rum. Upsi. Nee. Warte, kann ich jetzt eigentlich... Nein, immer noch nicht. Ach. Bibu, bibu. Ich hoffe, man hört die Vögel hier nicht so laut. Ich habe gerade das Fenster offen. Ich dachte, da steht er in der Clay gerade. Was ist mit dem los? Gleich wieder bei dir, Kammerdieb. Das wirst du nicht tun. So. Zeit für eine Kerbe. Ich stelle einen Platz in der großen. Achso, der gehört jetzt zu mir. Es ist ein Krebser! Große Kammer! Sie ist wunderschön! Die Gatling ist schon cool. Freeze auf, dass auch sein Herz so kunstvoll gebrochen wird. Irgendwann. Wo ist der? Da ist er. Ich nehme mein Chili-Rezept mit ins Grab. Dann irgendwie alle Chili-Rezepte hier. Wir denn hin? Da oben hin.
kann ich ausstellen. Ja, der Teddybär ist schon cool. Mein kleiner Teddy. Ich bin die Annie von League of Legends. Juhu. Du wirst ihnen ihre Herzen zeigen, gebrochen und schluchzend. Wischen sie nach deinem Herz, als zu zerbrechen und seinen berauschenden Wein zu vergießen. Was ist mit dem Typ los? Hey, ich schaue hier gerade den Loot an, das hört mal auf. Du Niete! Trottel! Da wären wir. Geheimgang hinter dem Wasserfall, der Klassiker. Ja, die Jacobs-Familie liebt ihre Geheimnisse. Dieser Gang führt direkt unter dem Anwesen hindurch. Immer locker bleiben, Schlitzohr. Ich gehe rein! Das ist mein Moment! Bringen wir es hinter uns! Ein gebrochenes Herz, ein zitterndes Lächeln. Gut, da unten irgendwo. Ganz genau. Und da unten würde ich dann sterben. Okay. Wow, das ist ein sehr geheimer Geheimgang. Der ist echt, echt gut. Der ist richtig gut. Ach so, hi, da bist du ja. Gut, dann würde ich sagen, das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Der Gang sollte direkt in den Pulverkeller führen. Ja, genau. Direkt in den Pulverkeller und ja, wie gesagt, das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.